Herzlich willkommen zu Campus TV Kompakt. Werfen wir einen Blick zurück. Was war los am Campus? Studierende in London. Vom 6. bis 8. Oktober reisten rund 50 Studierende des Studiengangs Betriebswirtschaft und Management in das berühmte Londoner Bankenviertel. Unter der Leitung von Professor Dr. Mebunse besichtigten sie zwei renommierte Banken und erhielten Einblick in den Alltag des Bankwesens. Teambuilding in Halle 1 und 2. Am 10. Oktober bauten Studierende aus dem 5. Semester Maschinenbau und Betriebswirtschaft und Management zusammen mit dem externen Anbieter erlebnistage.de einen Kletterwald auf. Die Studierenden konnten ihre Themenfähigkeit unter Beweis stellen und erweitern. Spaß und Spannung kamen dabei nicht zu kurz. Der Lingener Campus feiert. Am 15. Oktober veranstalteten Fachschaft und AStA eine Kneipentour mit anschließender Semester-Opening-Party. Bei leckeren Drinks zu studentenfreundlichen Preisen brachten sich die Studierenden in mehreren Kneipen in Stimmung. Ab 22 Uhr öffnete dann das Palacio seine Türen bis in die frühen Morgenstunden. Am 24. Oktober wird es schick. Der zweite Lingener Hochschulball steht vor der Tür. Der Kartenverkauf läuft auf Hochtouren. Anne Wilby vom AStA erzählt euch, warum es sich lohnt, die letzten Karten für den glamourösen Abend noch zu ergattern. Also erstens ist es eine wirklich schöne runde Sache im stilvollen Ambiente mit Livebands, wo man sich mal schick machen kann, den Abendgarderobe feiern kann. Ja, zweitens, man kann dort in Kontakt mit anderen Studierenden kommen. Es ist wirklich abseits mal von dem normalen Studentenleben in Kneipen. Ja, und drittens, wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben dieses Jahr. Es gibt tolle Specials, also lasst euch da echt überraschen. Karten gibt es bei uns in den AStA-Sprechstunden, das ist montags bis donnerstags, 12:30 bis 13 Uhr oder im Anschluss auch montags bis donnerstags im AStA-Shop, 13 bis 14 Uhr. Es wird gruselig in Lingen. Am 31. Oktober könnt ihr euch ab 17 Uhr im Butchers und Kuschinski von Theaterpädagogen Halloween-tauglich schminken lassen. Für 6 Euro läuft im Zentralkino der Film Dead Snow. Und danach folgt der traditionelle Zombie-Walk mit einer schaurigen Aufführung auf dem Marktplatz. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, zur Halloween-Party nach Osnabrück zu fahren. Informationen dazu erhaltet ihr bei der Fachschaft. Neue Regieprojekte im Burgtheater. Auch in diesem Jahr finden die Regieprojekte der angehenden Theaterpädagogen statt. Vom 31. Oktober bis 2. November zeigen die 5 Semester des Instituts für Theaterpädagogik in Eigenregie entwickelte Szenen. Thema ist diesmal die Quadratur des Kreises. Und das war's für heute vom Campus in Lingen. Im November informieren wir euch wieder über aktuelle Themen aus dem Campus TV-Studio. Bis dahin!